bin halt nicht so schnell. Ich brauche halt meine Zeit. Ich würde gerne sagen, ich laufe hier rum und gucke mir viel an. Das ist Werbe eine Lüge. Habe ich noch irgendwie Platz in meinem Inventar? Ich habe nicht mal Platz für diese Holzkiste. Nee, habe ich nicht. Muss ich irgendwas... Was ist das? Das ist in Ernst. Ich weiß auch nicht, wie ich das wegwerfen kann. Warum kann ich nichts wegwerfen? Ach, mein Fuß ist eingeschlafen. Ach, da kann ich mir Sachen anziehen. Ich brauche so einen Regenschirm. Hut. Ah, da kann ich wegwerfen. Was sage ich denn die ganze Zeit? Was werfe ich denn jetzt weg? Einfach mal Code werfe ich weg. So. Denn. Holzkiste. So. Die stelle ich mir jetzt in meinem Haus. In mein super fame Haus. Hätte ich sie in mein Dings-Inventar. Gut. Stellen wir einfach mal hier in die Ecke. So, wegen einmal meinen ganzen Kram, mit dem ich noch gar nichts anfangen kann, muss ich das im Inventar haben. Ich hoffe nicht, das wäre einfach nur voll im Weg. Alles weg. Fell brauche ich derzeit auch nicht. Alte Teile brauche ich derzeit auch nicht. Die CD behalte ich, weil ich danach... ach, das ist abgenutztes Fell. Weil ich danach ja noch zu Lee gehen will. Die ich brauche ich auch noch nicht. Jetzt weiß ich, wie ich sie sofort rüberkriege. Die hätte ich behalten können. Du bist Erde. Davon kriege ich wahrscheinlich auch mehr. Das ist Fleisch. Steht... Oh, ich glaube, das brauche ich gar nicht. Kochen. Was habe ich hier unten noch, was ich nicht brauchen kann? Baumharz habe ich gerade. Steine und so kann ich eigentlich lassen. Ein bisschen Holz kann ich auch lassen. Angriff plus 5, die lasse ich auch erstmal. Okay, gut, dann kann ich nochmal wieder zurückgehen. Ist ja auch nicht mitten in der Nacht. Nein, ist nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schlafen gehen muss oder ob das nur zum Speichern ist. Aber ich denke mal, man muss hier schlafen gehen. So, denn... Die allgemeine Abkürzung, wo ich mir nicht sicher bin, ob das eine Abkürzung ist. Oh, guck mal, da ist Lee. Nein. Ach ja, er redet ja gar nicht. Natürlich, das haben unsere armen Impfhalter der Verderbnis benutzt, um Informationen über ihre Technologie zu speichern. Es ist höchst gefährlich, weil eine Chance besteht, dass diese kleinen Dinge den Bauplan zur Zerstörung der Welt enthält. So schlimm kann es doch nicht sein, oder? Das war meine Stimme, was mache ich hier eigentlich? Wie alt bist du? 18? 19? Das dunkle Zeitalter ist nur ein Märchen für dich, nicht wahr? Als ich jung war, erzählte mir meine Urgroßmutter aus der ersten Hand von der Zeit, vor Pech und all diese Leute in Ruinen unter der Erde litten. Es gab tagelang keine Nahrung. Jeder kämpfte gegen jeden, um die grundlegendsten Dinge Menschlichkeiten als alt. Wenn sie 30 waren und es war immer dunkel, immer. Stell dir dich vor, so sah das Ende der Welt aus. Es wurde von der derben, finsteren Technologie hervorgebracht, die auf dieser kleinen Disk gespeichert sind. Wahrscheinlich Musik oder so. Wie dem auch sei, mein Freund. Ich möchte dir keine Angst einjagen, aber das ist die Realität deines Handwerkstums. All diese gefährlichen Technologien ist auf der ganzen Welt verteilt und wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Unser Forschungszentrums und Städte wie Vega 5 beschleunigen ihre Wiederherstellung, dann wird das Unheil erneut zuschlagen. Daher ist das Ziel der Kirche, alle Daten, Disk und andere gefährlichen Relikte zu finden und zu zerstören. Natürlich mit der Hilfe von Ruinentauschern wie dir. Also kann ich dir das geben. Ja, nur zu. Nur zu. Ja, damit.
Die Kirche wird dich für deine Mühe anschließend belohnen. Wir verfügen in unseren Positionen über eine große Auswahl an kühner Technologie, die wir mit der Zeit erlernt haben. Warte mal, ich kenne diesen Blick. Die Kirche ist nicht gegen die Verwendung von guten Technologien, die unsere Gesellschaft, die Thelesis, bringt. Wir sind nur gegen gefährliche Technologien. Welche grüne Technologie? Ja, yeah, kurze Worte. Hauptsächlich spezielle Samen. Du wirst schon sehen. Wir können mit dir teilen, was wir haben, wenn du uns mehr Disk bringst. Du weißt, wie man Pflanzen anbaut, oder? Oh je, du solltest deine Nachbarin Emily fragen, wie man etwas anbaut. Ich habe gerade echt keine Lust mehr. Aber ja, gut. Ich nehme jetzt und gebe dir ein paar Samen für ihn anfangen. Wenn du mehr Disk findest, dann bring die zu uns und wir geben dir mehr Samen. Mehr. Du erweist diese Welt einen großen Dienst. Ist nicht ein bisschen ironisch, dass ich von der Kerne Samen kriege? So, Skillpunkte. Ich habe irgendwelche Samen bekommen. Ich würde gerne das dunkle Zeitalter herz vorführen. Bauwollsamen. Wow. Wow. Alter, wow. Jetzt habe ich Samen in der Hand. Das ist gut. So, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Platz. Dann kann ich auch ein bisschen Kupfer mitnehmen. Sobald ich das... Hier ist das Kupfer. Achso, bei den Sachen muss ich mich da ganz runtergraben. Kann das sein, dass ich gar nicht irgendwo runtergehen kann? Das ist natürlich wieder sehr interessant, sowas. Perfekt für Let's Plays. So, ich will immer noch so einen Regenschirmhut, das nervt mich richtig. Was ist das? Ah, das nervt mich richtig. Ist das nicht unfair? Ich muss nachher mal googeln, wie ich so einen Regenschirmhut kriege. Das ist mir gerade das Wichtigste in diesem Spiel. Ich habe gerade zwei Datendiske bekommen. Na dann. So, ich denke, ich habe ein bisschen Koffer. So, ich will mal nebenbei gerne da graben. Was zur Hölle ist das? Wo auch Relikte sind. Und deswegen habe ich gleich auch wieder den richtigen Knopf gefunden. Ich finde das gut mit dem Jetpack. Oder auch, die sind alle verschwunden. Da ist einer, warte. Und natürlich stehe ich genau im Weg. So, jetzt genau hier runtergraben, einfach nur. Ich glaube, jetzt grabe ich ein bisschen falsch. So. Ich bin gleich da. Relikt, ich bin gleich da. 2. Energiestein, alte Teile. Ich weiß zwar noch nicht, wofür die wertvoll sind, aber hier irgendwo muss auch einer sein. Genau, noch 2 und dann auch noch bei dem Kupfer. Das ist relativ praktisch. Brauchte ich eigentlich? Ich brauchte Kupfer und ich brauchte noch irgendwie Zinnerz. Ich glaube noch relativ viel Holz. So, jetzt hätte ich beide hier. Ja, ja. Ich weiß, du hast recht. Aber wo ist das denn spät? Kann man ein bisschen übertreiben, ne? Ich weiß, ich werde das später bereuen. So wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Aber ich bin gerade hier, ich möchte nicht. Ich schlafe ungern. Warte, hier. So, dann wollen wir. Außerdem muss ich noch ein paar Sachen sammeln, sonst muss ich ganz schnell wieder hier hin. Nicht genug Ausdauer. Dann denke ich mal, sollten wir mal was essen, ne? Boah, stell dir kaum Ausdauer her. Okay, gut. Dann sollten wir vielleicht doch schlafen gehen. Ups. Okay. Darf ich trotzdem fliegen?
brauche ich theoretisch gar nicht, weil ich brauche nur die Karte. Und dann muss ich einfach nur X drücken und dann laufe ich jetzt ganz schnell zum Haus in der Hoffnung, ich kann nochmal schlafen gehen rechtzeitig. Habe ich gemacht. Ich habe mich hingelegt, das habt ihr gesehen. Und was ist jetzt schlimm daran, wenn ich woanders einschlafe? Ist jetzt meine Ausdauer nicht ganz voll oder so? Also bei Harvest Moon war das immer, wenn du nicht im Bett schlafen gegangen bist, hattest du verschlafen. Ist das hier auch so? Nö. Hm. Okay. So, egal. Ich habe genügend Kupfer, glaube ich. Hoffe ich. Brauchte ich auch Energiesteine? Wer wollte nochmal Kupferkugeln von mir? Drei Kupferklingen. Oh, süß, eine Katze. Wie gehen Kupferklingen? Habe ich dafür eine Anleitung? Leute? Gegenstand. Kupferkling. Kupferrohr. Kleine Bombe. Kommen der Sache langsam näher. Kupferdraht. Sieht Kupferkling hier. Alles Schleife. Okay, gut. Dann hätten wir das ja auch erledigt. So. Working. Stein, Ziegel, Glas. Kann ich auch gleich nochmal machen. Wie lange dauert das? Okay, lange. Ich wollte mir aber eh nochmal angucken, wie das ging, was ich machen wollte. So, war der Holz war viel. Kupfererz war 6. Kupfererz und... Nein! Nein, kann ich das abbrechen? Ich habe zu viel. Ich muss das abbrechen. Geht das? Kann ich das nicht irgendwie abbrechen? Ach ja, doch. Gott sei Dank. So, wie viel habe ich jetzt schon? Ist da eng ein Kupfererz bei rausgekommen oder habe ich rechtzeitig wieder... Sind die alle weg? 53. Okay, jetzt nochmal genau gucken. Nicht einfach machen. So, 6 Kupferbahnen und 15 Bronzebahnen. Wie viel brauche ich von denen? Brauchte ich von denen 2. Brückenkopf brauchte ich 2. Das heißt einmal 15 und einmal 12. Ich glaube, ich habe nicht genügend Kupfer. Darf ich mal da wieder ran? Oder? Davon brauche ich 15. Ich kann immer maximal 10 herstellen. Also einmal will ich ganz kurz eine Glasscheibe herstellen. Denn Steinziegel brauchte ich auch wie viele? Ja. 12. Hartholz. Je größer der Baum, desto her sein Holz. Das heißt, ich muss mir auch noch mal ganz kurz eine bessere Axt herstellen. Und zwar eine Bronze-Axt. Dafür brauche ich 3 Verbesserungs... Arbeitstisch bei A und G Bau verbessern. Natürlich, Buddy. Ups. Na, ich wollte es gar nicht auswählen. Ich wollte mal gucken, ob sie einfach einfache Schneidemaschine, einfache Textilmaschine, Schleifmaschine, alte Teile 2, Kupferbahn, Schleifsteine 2, Steine 10. Ich glaube, ich mache erst eine Schleifmaschine und dann
fange ich an, die Brücke zu bauen. Ein Grill. Grill. Kofferrohr. Ich brauche fucking viel Koffer. Gut, dann würde ich mal sagen, ne, solange... Gehen wir zurück in die Mine. Lassen wir mal ein bisschen was hier, dann gehen wir aber gleich nochmal zum Forschungsding, sobald ich das finde. Und dann mal. So. Das kann drinnen bleiben. Das auch. Okay, dann gehe ich einmal ganz kurz rüber. Wie viel bringen mir die Apfelringe? Stellt wieder 10% der Max aus daher. Und ihr seid wieder drin. Aber bitte nicht da. Gut, dann wollen wir, Leute. Disc abgeben. Theoretisch will ich, glaube ich, mir das Forschungslabor helfen. Ich meine, diese Samen sind mir eigentlich relativ Latex derzeit noch. Noch kann ich ja eh nichts anpflanzen und habe eh noch keinen Platz dafür. Dauert das ewig. Kann ich das skillen? Oder kann ich was Neues bauen? Ey, du. Hatte ich schon mal mit dir gesprochen? The safety of Portia is my number one priority. Achso, der war das. If you see anything suspicious, just tell me. Hi, Captain. Kriegen wir hin. So, das Forschungsding sollte die Angelroute neue Bekanntschaft. Fröhliche Wohnung nur für Bewohner, danke dafür. Ich hab's versucht. Are you new here? I'm Russo. Ja, bin ich. Was er geht. Yes, I'm in a hurry to buy some food for Miss Ginger. Good day. Dann nicht. Wieso finde ich das Forschungslabor? Ich will doch nur... Ich soll dahin. Das ist eine Mission. Da das eine Mission ist, kann ich das einfach... irgendwie auswählen, sodass mir das angezeigt wird. Natürlich nicht, ne? Aber ich kann reinzoomen, ich voll Idiot. Und ich hab's gefunden. Nein. Weiter aufnehmen, bitte. Das wäre unpraktisch, wenn du mittendrin aufhörst. So, denn... Weltzerstörung habe ich gehört. Klingt lustig. Der ist dabei. Wir wollen alles zerstören, töten und zerquetschen. Habe ich gehört, dass es nur so funktioniert. Hier kann ich Klamotten kaufen. Ich bin gleich da. Hey, Buddy, ich habe einen Disc für dich. Buddy, mach mir auf. Macht mir auf! Du? What do we have here? Ah, a data disk. You know what it is? You want to know? This is actually related to how you can discover new diagrams for your workshop handbook. We rely on relic components from the past to build a lot of our current constructs. Many relics in this world are beyond our current understanding, and you won't be able to build them. Not even in 100 years. That's where this data disk comes in. These data disks are located all around the world. They hold lots of useful information on the old relics. If you find any, give them to us and we'll help you research into these relics. The research effort will produce the diagrams that you need to build them. So viel zum Thema, es zerstört die Welt. Die wollten meinen Fortschritt stoppen. We're not miracle workers, so don't expect us to come up with things from scratch, but we do know a thing or two about how the components should fit together. Anyway, just remember that if you find any data disks, bring them to me. Yeah! Beziehung plus 10. Hey, Merlin. Merlin? You're new, aren't you? Are you lost or something? Ja, sowas in der Art. Wenn du irgendwas von Wert aus der alten Welt findest, gib es uns. Bitte.
bitte! Du hast ja keine Ahnung, wie sehr Entdeckungen die Welt verändern können. Hör nicht auf, dass die Kirche sagt, wir wollen nur die Forschung in die Aus. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Ist okay, Lady, du da mit meinem Bauplan. Könntest du bitte, danke. Ich habe was für dich. Hi, did you discover something new? You don't have enough data disks. Hab doch nichts für dich. Du verlangst gleich 5, ein bisschen gierig, ne? Okay, ich bin mal mit einer zufrieden. Und da kann ich nicht hoch. Geier! Gierlappen! Gemeinheit! Ich bin hier sogar hergekommen. Ich hab dich besucht. Ich wollte mich mit dir anfreunden. Manu. Ich kann nicht spielen.